Lockdown-Verlängerung, medizinische Maskenpflicht, Schulen und Kitas weiter dicht. Die Deutschen empfinden die Corona-Maßnahmen als immer beschwerlicher. Fast jeder zweite Bürger nimmt die Einschränkungen inzwischen als sehr starke bzw. starke Belastung wahr. Das hat der ARD Deutschland-Trend ergeben. Im Vergleich zur Woche vor Weihnachten ist das ein deutlicher Anstieg. Auch das Homeoffice wird von immer mehr Deutschen als Belastung empfunden. Bei tagtäglicher Arbeit zu Hause fällt die Abgrenzung zwischen Privat- und Berufsleben oft schwer. Man ist halt schon zu Hause und auf Arbeit gleichzeitig und zwar auch die ganze Zeit. Wer Kinder hat, ist noch schlimmer. Der ständige Stress, aufs Handy gucken zu können, eben, also ich denke, das belastet einen schon auf jeden Fall. Also man hat die Arbeit immer im Hinterkopf. Im Homeoffice sind die Anrufe auf mein Telefon weitergeleitet und dann klingelt mein Telefon ständig, die ganze Zeit. Dauererreichbarkeit war für viele Arbeitnehmer schon vor Corona ein Problem, ist es im Homeoffice aber oft umso mehr. Stressforscher Professor Master Adli erklärt, dass das Problem nicht unterschätzt werden darf. Ständige Erreichbarkeit gehört zu den ganz großen Belastungen, die im Arbeitsleben auftreten können. Wir sind ständig angeschaltet, unser Stresshormonsystem ist daueraktiv und das kann Körper und Psyche belasten und dann auch zu möglichen Krankheiten führen. Gerade im Homeoffice kann ständige Erreichbarkeit zum Dauerstress werden, dann, wenn sich Privatleben und Arbeitsleben auch räumlich gar nicht mehr unterscheiden. Ohne klare Trennung zwischen Beruf und Freizeit drohen Krankheiten. Körperliche wie psychische. Ständige Erreichbarkeit gehört zu den Top-Stressoren am Arbeitsplatz. Das zeigen uns fast alle Studien zur psychischen Arbeitsplatzgesundheit in den letzten Jahren. Und die Folgen können verschiedenste Stressfolgeerkrankungen sein. Da gehören psychische Erkrankungen dazu, wie Depressionen, wie verschiedene Burnout-Phänomene, aber auch körperliche Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Stoffwechselerkrankungen können dazu gehören. Das EU-Parlament fordert daher ein Grundrecht auf Nichterreichbarkeit. Kann das Problem so aus der Welt geschafft werden? Ein Recht auf Nichterreichbarkeit ist in Zeiten von Homeoffice sicherlich richtig gedacht. Allerdings reicht ein Gesetz an sich auch noch gar nicht. Es muss sich im Kopf was ändern, es muss sich im Bewusstsein der Menschen etwas ändern. Erst dann haben wir richtig einen Fortschritt auf diesem Bereich. Daher rät der Stressforscher, sich klare Arbeitszeiten zuzuteilen, für regelmäßige Erholung zu sorgen, zum Beispiel für regelmäßigen Sport, für Bewegung und die Pausen auch zu Hause klar einzuhalten. Und mein Rat ist auch, vielleicht auf dem E-Mail-Abbinder mitzuteilen, wann die Dienstzeit ist und wann man Feierabend hat.